Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Ich wollte gratulieren. Wieso? 30 Jahre Wiedervereinigung. Und da gratuliert man? Ist doch Jubiläum, 30 Jahre jetzt. Unglaublich. Wie lange mag das her sein? 30 Jahre. So lange schon? Komm eigentlich so vor. Ja, weil Integration war bisher ja nicht so. Die sind doch auch anders als wir, oder? Ja. Sag mal. Ja. Die sind doch auch anders. Wir reden ja auch ganz anders. Das kommt von dem komischen Dialekt, den sie da haben. Dialekt? Ja. Das ist kein Dialekt. Wieso? Das ist ein Sprachfehler. Ach. Das muss logopädisch behandelt werden. Das kannst du nicht logopädisch behandeln. Ille. Hier von Dieter, die Frau. Ja. Die ist Logopädin. Ja und? Die werde ich mal fragen, ob man da was machen kann. Und dann willst du alle aus Ostdeutschland zu Ille schicken, oder was? Nur ein paar. Das ist auch Blödsinn, Marianne. Ich finde, in den 30 Jahren hat sich nicht viel getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Die verdienen im Osten ja auch viel weniger. Sag mal. Stunde 23,50 im Westen, 18,30 im Osten. Sure, das wird ja auch einen Grund haben. Was für ein Grund? Faulheit? Ach. Muss auch einen Grund haben. Das ist ein Vorurteil, Marianne. Nee. Das ist, da hast du einen Vorurteil ausgepackt. Nee, das lasse ich so nicht. Also auf diese Weise ist nicht. Du magst den Osten nicht. Das ist doch Blödsinn. Du magst den Osten nicht. Nun gib es doch mal zu. Helga, mein Mann. Wo ist der geboren? Hannover? Ja. Ich war das in der Mitte. Das ist, wenn du auf die Karte guckst, verhältnismäßig auch ziemlich weit im Osten auch. Du hast, wie viele andere, Vorurteile gegen Osten. Wo fahre ich denn jedes Jahr mit meinem Mann in Urlaub hin? Per Wurm? Ja. Das ist in der Nordsee. Das ist im Osten. Marianne, das ist in der Nordsee, neben Föhr. Nun mach mich mal nicht so. Ich fahre seit 15 Jahren mit meinem Mann nach Per Wurm. Ich weiß ja, wo das ist. Marianne, du bist ja einfach, Kai Flaume. Was nur mit Kai Flaume? Den finde ich super. Ja und? Der kommt aus dem Osten. Hört man aber kaum. Ja, weil der auch beim Logopäden war. Meinst du das? Anders kann ich mir das nicht erklären. Die sind einfach ein bisschen anders als wir. Da kannst du auch, da bist du auch von, Die hatten damals ja auch keine Bananen, ne? Was hat denn das jetzt mit Bananen zu tun? Vitaminmangel? Hä? Ja, dann wird man doch auch ein bisschen komisch im Kopf. Aber nun geht's aber, Hier, Birgit, die neben Wilmuts wohnt. Kommt aus dem Osten, ich weiß. Die macht im Supermarkt immer noch große Augen, wenn sie Bananen sieht. Also? Der Integrationsprozess ist noch nicht abgeschlossen, Helga, ich sag's dir. Wie du meinst. Ja. Dann auf die nächsten 30 Jahre, ne? Und hast du mal an dem Ostdeutschen gerochen? Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Karlsbader Schnitten. Kann ich nicht. Ist, da... Ist nicht? Kann ich kannst nicht vom, Krieg Halsschmerzen von. Ja, dann gute Besserung. Guten Hunger. Muckdat. Muckdat.